sind gefühlte 100 Grad in Münster und wir sind ziemlich in Schwitzen gekommen schon. Und zusätzlich natürlich auch, weil ich zu spät war. Das liegt unter anderem daran, dass mein tolles Smartphone keine Kontakte abspeichern kann, die mehr als 14 Zeichen haben. Dazu muss ich mit Google synchronisieren. Keine Ahnung, aus welchem Grund habe ich dabei ein schlechtes Gefühl. Und das ist auch unser Thema heute, nämlich Überwachungsskandale. Wer überwacht wen? Warum? Welche Informationen werden überhaupt abgeschöpft? Und wie geht es den Leuten dabei? Und welchen Eindruck haben die davon? Das sind Fragen, die wir nicht nur uns stellen, sondern auch einigen Münsteranern. Und das sind die Antworten. Fühlst du dich im Internet beobachtet oder überwacht? Ja, derzeit schon, wenn man das alles so hört mit der NSA-Affäre, überlege ich mir schon, was ich da dann preisgebe. Nicht wirklich. Also ich weiß, dass es stattfindet, ich weiß, dass es passiert, aber was soll ich dagegen tun? Kann ich nichts tun. So selber drüber nachgedacht habe ich jetzt weniger, aber ich finde es schwachsinnig, dass die NSA das überhaupt so macht und dass es durch Snowden erstmal so bekannt geworden ist. Würden Sie dann Ihr Surfverhalten ändern, da Sie wissen, dass Sie jetzt so ausgespäht werden von den USA? Ich denke nicht, da ich da nichts Ominöses im Internet oder sowas treibe. Von daher, glaube ich, würde ich nicht da irgendwie was an meinem Surfverhalten vielleicht verändern oder so. Also das Verhalten an sich nicht direkt, aber diese Facebook-Aktivitäten einschränken. Ja, man muss es ja nicht ganz so einfach machen. Ja, also man muss ihnen ja nicht die Daten auf dem Teller präsentieren. Sollte denn jetzt Deutschland irgendwas ändern, dass das nicht mehr möglich ist, dass man so ausgespäht wird? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das nicht in Ordnung, weil das ist meine Privatsphäre und das geht, glaube ich, niemandem was an. Dass die da irgendwie schon gegen die USA so ein bisschen vorgehen sollte, mal Fakten offenlegen sollte. Also sie sollte zumindest eine ganz klare Klarstellung fordern von dem, was halt passiert ist. Also das nicht einfach so im Larifari verschwinden lassen, das Ganze. So sehen die das also. Aber diese ganzen Begrifflichkeiten, NSA und Tempora und X-Keyscore und was ist das eigentlich alles und wem gehört das und was können die sehen? Wir haben das mal ein bisschen zusammengefasst und der folgende Beitrag macht euch da mal ein bisschen Licht ans Fahrrad. X-Keyscore, Tempora, Prism, NSA, Special Source Operation, OpenPGP, Verschlüsselung, Entschlüsselung, VPN-Keys, Mobile-Metadaten, Fonsat, Dagger-Komplex, Telekommunikations-Metadaten, Keyword-Filter, IXP, SIGINT, Edward Snowden, Whistleblower, Obama, CIA, Pigeon, 1984, Überwachungsstaat, Die Auswirkungen des Überwachungsskandals, aufgedeckt vom Whistleblower Edward Snowden, sind schwer zusammenzufassen und für jemanden, der sich mit IT-Technologie wenig bis gar nicht auskennt, schwer begreifbar. Was ist X-Keyscore? Was ist Prism? Was ist Tempora? Was tun diese Programme? Prism. Prism ist ein von der NSA als Top Secret eingestuftes Programm, welches seit 2005 existiert und gehört mit anderen Teilprogrammen zum Stellar Wind Überwachungsprogramm. Prism greift auf live geführte Kommunikation und Verbindungsdaten von Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, Apple, AOL und PaulTalk zu. In der Praxis ist Prism in der Lage, Informationen von allen Programmen und Internetseiten dieser Hersteller anzuzapfen und tut dies auch, denn Prism speichert auf Vorrat. Im März 2013 wurden zum Beispiel insgesamt 97 Milliarden Datensätze gespeichert. Microsoft, Facebook und Yahoo ließen verlauten, dass sie die Daten nicht freiwillig bzw. nur nach juristisch gedeckten Ersuchen seitens der NSA herausgeben und dass die NSA keinen direkten Serverzugriff hat. Die geleakten NSA-Folien sprechen aber von Direct Collection, also direkter Sammlung, und von Prism is a team sport. Tempora. Tempora ist eine britische Geheimdienstoperation des Government Communications Headquarters, kurz GCHQ, und ist der Öffentlichkeit seit dem Guardian-Artikel vom 21.06.2013 bekannt. Tempora besteht aus zwei Operationen: Mastering the Internet, also Beherrschung des Internets, und Global Telecom Exploitation, also Ausnutzung von globalen Telekommunikationsdaten. Tempora geht in Sachen Datensammlung noch weiter und speichert ausnahmslos alles, was über die Transatlantik-Glasfaserleitungen oder durch Internetknotenpunkte in Großbritannien geht. X-Keyscore. X-Keyscore ist eine einfach zu bedienende Spionagesoftware, welche es NSA-Analysten ermöglicht, die von Prism, Tempora und anderen Geheimdienstoperationen gesammelten Daten zu durchsuchen und in Echtzeit anzuzeigen. Die bloße Existenz und einfache Bedienbarkeit widerlegt die Aussagen von NSA-Director Keith Alexander, welche besagten, dass es technologisch gar nicht möglich ist, alle gesammelten Daten zu verarbeiten. X-Keyscore arbeitet mithilfe von Schlüsselwörtern, Internetprotokollen, Telefoneinzelverbindungen, E-Mails, einem sogenannten Ausländerfaktor und ähnlichen Parametern. Eine mögliche Bedienoption wäre zum Beispiel:
zeige alle verschlüsselten Word-Dokumente in Region X und Sender und Empfänger in Verbindung mit Zielperson Y. Oder zeige untypische Sprache in Land X. Durch X-Keyscore greift das Kontaktschuldprinzip. Es ist also schnell möglich, in Überwachung zu geraten, wenn eine als verdächtig markierte Seite angesurft wurde. Oder aber, wenn man sich bei Amazon für einen Hochdruckkochtopf interessiert hat und man Tage vorher auf einer News-Website einen Artikel über Bombenbaupläne gelesen hat. Dies passierte der freien Schriftstellerin Michelle Catalano aus den USA. Deutschland gilt NSA-intern übrigens als befreundeter Staat dritter Klasse und wird ähnlich stark überwacht wie China, Indien oder Saudi-Arabien. Monatlich zapfen US-Geheimdienste 500 Millionen Telekommunikationsverbindungsdaten aus Deutschland ab. Eine politische Reaktion deutscher Amtsträger steht noch aus. Die deutsche Bundesregierung will nach jetzigem Stand von fast nichts gewusst haben, obwohl der deutsche BND eng mit der NSA zusammenarbeitet. Laut Snowdens Aussagen wussten die deutschen Geheimdienste Bescheid und nutzen schon seit Jahren NSA-Informationen und Software. Am 31.07.2013 wurde bekannt, dass auch der BND X-Keyscore nutzt. Laut Angaben des BND aber mit eigenen Quellen und ohne die amerikanisch-britischen Datenbanken. Da haben wir wieder was gelernt. Es sind Leute aus Angst vor dieser generellen Überwachung schon in Deutschland und in Münster auf die Straße gegangen, auch wenn man immer sagt, dass sich alle benehmen wie die Schildkröten. Aber wie uns das jetzt wirklich als Otto-Normal-User betrifft, das könnt ihr im nächsten Beitrag sehen. Das ist Mr. Z, ein Bürger wie du und ich. Wir begleiten ihn heute Morgen, um zu sehen, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und was machst du nach dem Aufstehen? Mr. Z muss erstmal Facebook checken. Doch Facebook, sowie auch andere große Internetkonzerne, sind am PRISM, dem Überwachungsprogramm der National Security Agency, kurz NSA, beteiligt. Und PRISM wiederum darf auf all deine Daten zugreifen. Das heißt, PRISM sieht, was du likest, was du schreibst und mit was für Leuten du so in Kontakt trittst. Monster. How do you like eggs in the morning? I like mine with a kiss. Auf dem Weg ins Bad kann man ja schon mal Skype starten. Das dauert ja immer eine Weile. Eggs can be almost clear. Just as long as I get my kiss. Genau in dem Moment, in dem Mr. Z auf Annehmen klickt, hören nicht nur er und seine Freundin zu, sondern noch viele mehr. Denn der ganze Datenverkehr, der von Europa in die Vereinigten Staaten über transatlantische Leitungen fließt, wird von Tempora einem weiteren Überwachungsprogramm angezapft. Und wenn man zum Beispiel sowas sagt wie "Heute Abend wird's richtig Bombe, du", dann klingelt bald der örtlich ansässige Geheimdienst an der Tür. Du siehst, all deine Daten werden nicht nur gespeichert, sondern auch nach Schlüsselwörtern gefiltert. Ziemlich doof, oder? Da kann es nämlich auch mal schnell zu Missverständnissen kommen. Aber was kannst du machen, um dich zu schützen? Nur noch im Dunkeln sitzen? Dich abschirmen? Wir haben ein paar Alternativen für dich rausgesucht. Als einfachen Internetbrowser empfiehlt sich zum Beispiel Mozilla Firefox. Jedoch mit einer Einschränkung: als voreingestellte Suche wird Google genutzt. Doch auch für Google gibt es Alternativen wie DuckDuckGo. Auch für andere Features von Google, wie beispielsweise Google Maps, gibt es Auswege, zum Beispiel OpenStreetMap. Hierbei kannst du auch aktiv mithelfen, die Karten zu verbessern. Und wenn du auch bei Gesprächen mit deinen Freunden nicht gerne andere Zuhörer hast, dann kannst du statt Skype Jitsi verwenden, statt Facebook andere soziale Netzwerke wie Movim oder Tent. Und das waren nur ein paar Alternativen. Informier dich bei prism-break.org. Letztendlich musst du für dich entscheiden, was du wo und wie preisgibst. Momentan bleiben dir außer komplizierten Verschlüsselungstechniken und Alternativprogrammen nichts anderes, wenn du dich weiterhin im World Wide Web bewegen möchtest. Mr. Z.
Da müssen wir doch nicht alle in den Keller, haben wir ja noch mal Schwein gehabt. Aber die können ja auch nicht alle doof sein. Warum überwachen die uns? Was haben die davon? Ist das wirklich ein wirksames Mittel zur Prävention von Verbrechen? Das zeigen wir euch im nächsten Beitrag. Prison Tempora X Keyscore. Gibt es eigentlich auch Gründe dafür? Bundesinnenminister Friedrich sagt ja. Als er Mitte Juli von seiner USA-Reise zurückkehrte, sprach er von 45 vereitelten Terroranschlägen weltweit. Allein 25 in Europa und 5 davon in Deutschland. Terrorabwehr also. Ein klares Pro-Argument für die totale Überwachung? Leider werden aus Gründen der Geheimhaltung keine Infos über die 45 vereitelten Anschläge freigegeben. Ob und wie die Überwachung überhaupt geholfen hat, darf niemand verraten. Anschauliche Fälle gibt es trotzdem. 2003 zum Beispiel wurde der Ägypter Abu Umar in Italien entführt. Die Täter? Agenten der CIA. Die italienischen Behörden kamen den amerikanischen Profis mit Hilfe von Telefonverbindungsdaten auf die Schliche. Kurz vor der Entführung aktivierten sie ihre Handys, kurz danach warfen sie sie weg. Und der entscheidende Fehler? Nachts ließen sie die Akkus stecken. So wurden die Hotels und letztlich auch die Identitäten der Entführer ausfindig gemacht. Ein Beispiel für erfolgreiche Überwachung durch sogenannte Metadaten in der Tat. Und ein klares Plus für alle Befürworter. Übrigens, seit 2005 wurden laut dem Nationalen Terrorabwehrzentrum der USA über 80.000 Terroranschläge weltweit verübt. 45 davon wurden laut offiziellen Angaben durch Prison & Co. verhindert. Eine Erfolgsquote von ca. 0,05%. Ja, 0,05%. Das hat sich ja richtig gelohnt. Super. Aber ich finde, gerade vor der Bundestagswahl müsste man das ein bisschen besser legitimieren, was da so an Überwachung passiert. Es ist ja nicht so, dass ich, weil ich bei Facebook Sachen poste, direkt auf meine Grundrechte verzichten möchte. Ich habe ja auch irgendwo Vorhänge an den Fenstern. Das kann es nicht sein. Also macht euch da einfach ein bisschen mehr Gedanken zu und versucht einfach nicht nur den Wahl-O-Maten zu benutzen, sondern klopft euren Vertretern mal ein bisschen auf die Finger. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche.